Ich spiele Magic the Gathering seit 1994. Ich habe angefangen damals mit The Dark und Fallen Empires. Da konnte ich mir fast nicht leisten als Schüler, deswegen Fallen Empires, schlechtere Karten, weniger drin, aber immerhin konnte ich es mir leisten. Naja, hier, die Karten packe ich mal weg, die hatte ich hier nur so als Deko mal draufgelegt. Deswegen war natürlich klar, Comics und Magic, die Verbindung muss ich mir holen. Also hatte ich mir den einen aktuellen Magic-Band geholt. Comic-Band 1, aha, Magic. Tja, hat nicht mal einen großen Titel, ne? Einfach nur Magic. Wir kehren in diesem Band in die Stadt Ravnica zurück. Edition ja auch schon mehrfach gegeben zu Ravnica. Das ist ja die Gildenstadt mit den verschiedenen Gilden. Und ja, da gibt es eine Gilde, scheint den Frieden zwischen den Gilden zu stören und andere zu attackieren. Jace Beleriand spielt ja auch noch eine Rolle. Naja, und jetzt müssen halt die verschiedenen Gilden Meister sich zusammentun, um diese Gefahr aufzuklären, aber dahinter steckt doch eine viel größere Verschwörung. Ich will ja nichts spoilern. Ist ja auch nur der erste Band. Tja, das ist halt so ein klassisches Lizenzprodukt. Ne? Ihr seht schon die Zeichnung. Ja, klar, kann man irgendwie machen. Ist schon okay für so ein 0 auf 15 Produkt. Ist halt immer die Frage, was will ich von einem Comic? Ne? Will ich, dass ein Comic irgendwie auch Kunst ist? Also ist das etwas, wo sich ein Künstler ausdrücken soll oder möchte oder sehe ich das als sowas? Oder ist das, geht es mir eher um einfach die Geschichte und sollen die Bilder nur quasi die Story transportieren? Denn dann würde ich sagen, ja, natürlich, also ich kann nicht so zeichnen. Logisch ist das hier höhere Kunst als ich, alles, was ich jemals kritzeln könnte. Aber das ist halt so ein Webcomic-Stil. Ne? Das ist halt so ein 0 auf 15, der tut kein weh, der hat keine hervorstechenden Macken und Kanten, nichts, an dem man sich groß stören kann, aber eben auch nichts Besonderes. Das ist halt so einer, wie man den in 1000 verschiedenen Zeichnungen findet. Ja, aber wie gesagt, das soll es ja auch gar nicht. Das ist ein Produkt für die Masse und für die Fans. Es geht also um die Geschichte und um die Welt. Und das ist ja die große Frage: Wird hier die Magic-Welt irgendwie eingefangen? Magic hat ja eine unfassbar tiefe Lore, wenn man sich darin vertiefen will. Ja, jetzt muss ich auch sagen: Ravnica ist, war vielleicht ganz gut geeignet für mit den Gilden, aber war jetzt nie so mein Favorite. Aber wie gesagt, das ist ja auch weit nach meiner Zeit. Ich meine, ich spiele bis heute Magic, aber naja. Ja. Also mich hat es nicht so wirklich gehockt, muss ich sagen. Ja, die Verschwörung, die angedeutet wird, mit den alten Göttern, die dann wiederkommen und so. Ich meine, es ist nett, irgendwie die ganzen Welten zu sehen. Hier werden ne, Planeswalker und so bewegen sich ja zwischen den Planes und das wird ja auch gemacht. Das heißt, wir schnuppern hier so ein paar rein. Es wird angedeutet, dass wir noch mehr Planes sehen werden. Das ist schon ganz cool. Es ist auch cool, die ganzen Legendaries und so und so einen Planeswalker hier mal zu sehen. Aber das ist doch alles sehr seicht, sehr oberflächlich. Das hat mich nicht wirklich gehuckt. Naja, gut. Ich bleibe dabei, Magic vielleicht doch eher hier mit den Karten zu spielen und ein bisschen online und den Comic wegzulassen. Aber vielleicht ist das ja was für euch. Falls das so ist, dann sagt noch mal Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten bleibt dran für den nächsten Comic.